Ja, als Abgeordneter ist man Vertreter des Volkes. Das heißt, man hat eine dienende Funktion und eine besondere Verantwortung auch. Und mir ist ganz besonders wichtig, dass Politiker ihre besondere Funktion nicht ausnutzen zum eigenen Vorteil oder um sich in die eigene Tasche zu wirtschaften. Und um dieser Vorbildfunktion auch gerecht zu werden, habe ich in meiner Zeit als Landtagsabgeordneter zum Beispiel als einziger Fraktionsvorsitzender darauf verzichtet, einen eigenen Dienstwagen mit Chauffeur gestellt zu bekommen, weil ich glaube, dass man dadurch gar nicht mehr nachvollziehen kann, wie es den Menschen geht, die selbst fahren, und dadurch die Bodenhaftung auch ganz schnell verliert. Und genauso, es gab da eine Zulage für Fraktionsvorsitzende, die noch mehr verdient haben als andere Abgeordnete und dann in eine Gehaltsklasse kamen unter die Top 1% Verdiener. Und das halte ich für völlig unangemessen, weil, ja, wie soll man da noch nachvollziehen, wie es dem normalen Menschen geht, der gucken muss, wie er zurechtkommt in seinem Leben. Deswegen habe ich diese Zulagen nicht angenommen und an das Land zurückgezahlt.